So, der Fanclub hat sich erhoben und auch die Halle hebt jetzt langsam. Wir sind bereit für das Achtelfinale im DVV-Pokal zwischen dem Schweriner SC und Smarter Lehren Stuttgart. Und zwei wirklich starke Mannschaften, die aufeinandertreffen.
ein Leckerbissen gleich zum Anfang der Saison. Beide sind ja gut in die Saison gestartet. Stuttgart konnte neben dem Ligapokal auch das erste Saisonspiel gewinnen. Schwerin ebenfalls das erste Saisonspiel erfolgreich gestaltet bei Arubius Hamburg im Laufe der Woche. Mit 3:1 siegten sie da, 3:0 siegten die Stuttgarterinnen in Suhl. Und jetzt geht es hier um den Einzug ins Viertelfinale. Wir beginnen mit den Stuttgartern mit Angabe Anna Nowalowska. Und das Spiel ist eröffnet. Schwache Rückgabe von Alanova. Und der erste Punkt für Allianz Stuttgart durch Sabrina Ross. Vorher haben wir noch gesehen, die deutschen Nationalspielerinnen wurden geehrt. Sie gehören jetzt, die Volleyball-Damen Deutschlands gehören jetzt zu den Top 10 in der Welt. Und das ist der erste Punkt für den Schwerin SC. Nadja Schaus, ebenfalls mit einem Blumenstrauß ausgezeichnet, Nationalspielerin der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen. Und Denise Hanke ebenfalls ausgezeichnet auf Schweriner Seite. Jetzt mit der ersten Angabe für den Schweriner SC. Und die Sprungaufgabe geht ins Netz. 2:1 für Stuttgart. Maren Brinker wird den Ball jetzt ins Spiel bringen. Wieder diese schwache Abwehr direkt wieder rüber zu den Stuttgartern. Der Ball geht in den Block. Und der erneute Punkt. Sabrina Ross schlägt da den Block an. 3:1 für Stuttgart. Auch das nicht gut gelöst. Der Block steht dafür umso besser. 2:3. Anja Brandt hat die Hände da dran. Dabei war es vorher schlecht gelöst. Zwar den Ball geholt, aber schlechte Vorlage. Und Alarova hatte da große Schwierigkeiten, den Ball überhaupt übers Netz zu bringen. Nadja Schaus. Und der Ball ist zu weit. Und 2:4. Filaja Mäki bringt jetzt den Ball in die Partie. Und wieder hat Adlerova da Schwierigkeiten bei der Annahme. Direkter Punkt. 5:2. War eigentlich wieder schlecht gelöst, aber Stuttgart hatte große Schwierigkeiten, den Ball zurückzubringen. Und jetzt vernünftig der Angriff von Thormann. Und auf der Gegenseite dann etwas besser ausgeführt von Sabrina Ross. Und Auszeit genommen vom Schweriner SC. Ja, da hat er, denke ich, einiges zu sagen, der Tore Alexandersson. Seine Mädchen sind hier noch nicht ganz im Spiel. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass wir das sehen. Und da sehen wir auch den Unterschied, das können Sie nur nicht sehen. Der Tore Alexandersson wirkt auf seine Mädchen eher moralisch, eher emotional ein, versucht sie aufzuputschen, wachzurütteln, aufzuwecken. Während der Stuttgarter Trainer mit seinem Taktikboard klare Anweisungen gibt. Und damit ist die Auszeit um. Und da hat Stuttgart Glück, der Ball geht ins Netz, aber gut gelöst von den Schwerinerinnen.
Jetzt muss der Block stehen und er geht über den Block, wollte sie über den Block rüberheben, aber der Ball geht zu weit. Punkt für den Schwerin SC. 3:6. Brand jetzt bei der Angabe. Und das war eine sehr gute Angabe, da kommt sie nicht richtig hin. Der fällt richtig in ab nach dem Netz. Asfania Brand 4:6. Da rufen sie ihr zu aus und da kriegt sie die Hände nicht mehr weg und das ist der erneute Punkt für Anja Brandt. 5:6. Das sah jetzt viel besser auf vom Aufbau auf Schweriner Seite, aber der Ball bleibt im Block hängen. Von Alarova. 5:7. Ross jetzt mit der Angabe. Und wieder bleiben sie da im Block hängen. Tormann diesmal. Gegen Renkema. Und 5:8. Und das ist. Nicht 5:8. Doch, technische Auszeit. Ja, aber Spielerin wollten weitermachen, aber es gibt technische Auszeit. Nach den ersten 8 Punkten. Ja, und jetzt sieht die Ansprache auf Stuttgarter Seite doch etwas anders aus. Jetzt wird da doch nochmal emotional eher eingewirkt. Und Alexandersson arbeitet etwas mehr mit dem taktischen Board. Es sah auch jetzt rein technisch.